Привет, я Анастасия. Wir werden oft gefragt, welches Sprachniveau im Russischen man erreicht, wenn man alle 100 Lektionen des Podcasts Russisch lernen mit Russlandjournal.de durchgearbeitet hat. Zuerst kurz zu den Sprachniveaus. Es gibt drei Kompetenzniveaus mit jeweils zwei Niveaustufen. Elementare Sprachverwendung A1 und A2, selbstständige Sprachverwendung B1 und B2 und kompetente Sprachverwendung C1 und C2. Diese Einstufung wurde vom Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, GER, entwickelt. Sie gilt auch für Russisch. Für jede Niveaustufe werden die Kenntnisse und Fähigkeiten beschrieben, die man beim Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben haben sollte. Es wird auch definiert, wie viele Stunden man braucht, um ein Niveau zu erreichen, wie viele Wörter man passiv verstehen und wie viele man aktiv nutzen sollte, welche Grammatikthemen man beherrschen muss und so weiter. Beim Podcast Russisch lernen mit Russlandjournal.de haben wir uns nicht an diesen Normen orientiert. Deswegen ist die Frage nach dem Sprachniveau nicht so einfach zu beantworten. Es gibt Themen, die im Podcast viel detaillierter behandelt werden als in Lehrbüchern. Es gibt aber auch Themen, die wir nicht oder nur ganz kurz angeschnitten haben. Wenn man die 100 Lektionen gut durchgearbeitet hat, müsste es in etwa dem Niveau A2 entsprechen. Das haben uns auch Leute bestätigt, die nach dem Podcast-Einstufungstest für Sprachaufenthalte in Russland gemacht haben. Wie gut du Russisch nach den 100 Podcast-Lektionen beherrschst, hängt natürlich davon ab, ob du dir die Lektionen nur anhörst oder richtig durcharbeitest und versuchst, das Gelernte anzuwenden. Die Übungen zum Podcast helfen sehr, deine Russischkenntnisse zu festigen und auch herauszufinden, ob du die Regeln richtig verstehst und anwenden kannst. Außerdem übst du, auf Russisch zu lesen und zu schreiben. Wenn du die Übungen noch nicht kennst, schau dir dieses Video an. Dort erkläre ich, wie die Übungen aufgebaut sind. Den Link gibt es hier oben und auch unten in der Videobeschreibung. Und natürlich ist es sehr empfehlenswert, russischsprachige Gesprächspartner zu suchen und so viel wie möglich auf Russisch zu lesen, zu schreiben und zu hören. Ich wünsche auf jeden Fall viel Freude und Erfolg beim Russischlernen. Пока!